Bekomme ich die 4,39% Rentenerhöhung auch dann, wenn ich nach Thailand ausgewandert bin? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe am 28.04.2023 eine Anfrage auf rentenbescheid24.de reinbekommen. Da steht sinngemäß drinne: Hallo Herr Knöppel, wie ist denn die Rechtslage? Ich bin verheiratet mit einer Thailänderin. Und wir beide sind im letzten Jahr 2022 nach Thailand, also in ihr Geburtsland, ausgewandert. Ich und meine Frau beziehen eine deutsche Rente. Habe ich und meine Frau Anspruch auf die 4,39% Rentenerhöhung, die es zum 1.7.2023 gibt? Ja, klar. Warum nicht? Die Rentenerhöhung steht allen Deutschen, die in Deutschland eine Rente bekommen, zu, selbstverständlich aber auch all diejenigen, die hier in Deutschland Rentenansprüche erworben haben und zum Beispiel eine Regelaltersrente bekommen und mit dieser Regelaltersrente nach Thailand verzogen sind oder sonst wohin verzogen sind, das kann auch in der Antarktis sein, selbstverständlich steht Ihnen und Ihrer Frau eine entsprechende Rentenerhöhung um 4,39% zu. Auch ihre Frau, die zwar keine Deutsche ist, eine Thailänderin ist, aber die in Deutschland Rentenansprüche oder eine Rente sich erarbeitet hat, der steht selbstverständlich auch diese 4,39% Rentenerhöhung zu. Also da dürfte eigentlich nichts anbrennen. Letztendlich entscheidet aber ihre Rentenversicherung oder Postrentenservice über ihre Rentenerhöhung. Das heißt also, warten Sie bitte den Rentenanpassungsbescheid ab, der Ihnen vom Postrentenservice oder von der zustehenden Rentenversicherung übermittelt wird. Und dann haben Sie es schwarz auf weiß, ob Ihnen die Rentenerhöhung zusteht oder nicht. Aber im Normalfall dürfte da nichts anbrennen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.